In Syrien belagert die Terrormiliz Islamischer Staat weiter ein Palästinenserviertel in Damaskus. Nach Angaben internationaler Helfer haben die Menschen dort weder Wasser noch Lebensmittel oder Medikamente. Viele Palästinenser waren aus den von Israel besetzten Gebieten nach Syrien geflohen. Dort lebten vor dem Bürgerkrieg allein in der Hauptstadt Damaskus 150.000 Menschen. Die meisten von ihnen im Stadtteil Yarmouk. Inzwischen harren dort noch etwa 18.000 Menschen aus. Ein Propagandavideo des sogenannten Islamischen Staates. Es soll den Straßenkampf in Yarmouk zeigen. Das ehemalige Flüchtlingslager ist längst ein Stadtteil von Damaskus. Vorhänge gegen Scharfschützen, Siegesrufe für die Öffentlichkeit. Die Kämpfer des IS, dem Dialekt nach keine Syrer, posieren für die Kamera. Die ursprünglich bis zu 150.000 Bewohner des Viertels sind bis auf wenige geflohen. Wer aushält, hungert. Wir trauen uns nicht mehr in die oberen Stockwerke. Die gesamte Situation macht uns große Angst. Wir bitten die palästinensische Befreiungsorganisation PLO, dass sie eine Lösung findet. Im palästinensischen Ramallah versicherte gestern Präsident Abbas seine Solidarität mit den bedrohten Landsleuten in Syrien. Verschiedenste Organisationen bekämpfen sich in Yarmouk. Und wir bezahlen den Preis. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks für Palästinenser leben noch 18.000 Menschen in Yarmouk, unter ihnen 3.500 Kinder. Yarmouk ist seit fast 2,5 Jahren eingeschlossen. Hier sind Mütter an Geburten gestorben, weil Medikamente fehlen. Kinder starben an Unterernährung. Die Lage war schlecht und hat sich noch verschlechtert durch die Kämpfe. Es ist unmenschlich. Die syrische Regierung versucht seit Tagen durch Luftangriffe und Abriegelung des Viertels zu verhindern, dass der IS noch weiter in die Hauptstadt vorrückt.